Hallo Welt, da sind wir wieder auf der Suche nach Liara Zorni. Und wie es aussieht, wurde sie in die Luft gesprengt, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also werden wir jetzt mal schauen, ob wir sie finden. Oder einen Rest von ihr. Die Explosion hat mich umgeworfen. Was ist passiert? Bitte, kann mir jemand helfen? Hilfe? War es eine Bombe? Was ist passiert? Hilfe! Wir können nicht helfen. Haben wir keine medizinische Ausbildung? Was ist mit Erste Hilfe? Es wird Hilfe kommen, mit Sicherheit. Wer sind Sie? Was geht hier vor? Die Explosion hat mich umgeworfen. Na gut, wir gehen am besten wirklich nach oben. Ach, hier werden doch keine Feinde mehr sein. Das ist doch alles... Alles explodiert hier. Der Fahrstuhl wird doch nicht funktionieren. Gibt es noch Treppen? Hier hat doch was geleuchtet. Ah, das war der Boden. Das Dracon Handelszentrum dient der Industrie seit über 120 Jahren und ist stolz darauf, die Heimat der geschäftlichen Elite von Ilium zu sein. Uns ist es zu verdanken, dass Unternehmen wie Exora Shipping, Niso Transportation und Na klar, überall liegen Leichen rum. Körperteile und wir suchen erstmal nach Credits. Ein Angestellter von Daria Frontiers ist wohl mitten in die Explosion geraten. Ich würde nicht darauf wetten, dass Tissonis Informant das überlebt hat. Das wird nicht klappen. Was hier? Die Fahrstühle sind außer Betrieb und das Sicherheitssystem des Gebäudes auch. Kein Alarm, keine Polizei. Sehr professionell. Ja, die Waffe. Eigentlich brauchen wir die Waffe nicht. Hier kann ja keiner mehr sein. Oh, Erste Hilfe. Oder doch, Söldner? Vielleicht sind sie doch noch hier. Tote Angestellte. Habe hier ein Todesopfer. Offensichtlich Schusswunden. Seien Sie vorsichtig, Vasir. Die hatten militärische Ausrüstung. Schusswunden? Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Naja, er braucht ja die Credits dann nicht mehr. Aber vielleicht doch. Vielleicht ist er ja nur bewusstlos, muss ins Krankenhaus und... Es geht im Leben nicht ums Ankommen, sondern darum, was unterwegs passiert. Bei Niso ist jedes Fahrzeug eine Insel der Eleganz und ein Transportmittel zur Freiheit. Niso Transportation. Genießen Sie die Fahrt. Oh nein. Ja gut, wir hacken dann mal eben den Geldautomaten. Bombe. Was hier? Ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden. Er ist nicht scharf.
schlampige Arbeit. So etwas benutzt man, wenn man keine Zeit zum Planen hat. Hm. Ja, wir gehen hier noch durch. Barrier Frontiers. Aber da waren wir doch auch erst. Exsolar Shipping ist das führende Unternehmen in Sachen Ressourcenlogistik und Verwaltung. Wir tun alles, um Kunden sichere, bezahlbare und effiziente Lösungen für all ihre Speditionsbedürfnisse zu bieten. Da drüben, auf der anderen Seite, gibt es nichts, nein. Logbuch? Was hier? Ich bin im Büro von Barrier Frontiers. Liara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen. Verstanden, Commander. Willkommen bei Barrier Frontiers. Wir führen Sie zu grenzenlosen Möglichkeiten. Wasser. Duschen. Oh nein! Was hier? Ich bin festgenagelt! Söldner, ziemlich gut bewaffnet! Durchdringen. Feindlicher Rover. Suche Deckung. Feindlicher Rover. Das müsste sie ausbremsen. Gut überstanden bisher. Ich bin ganz zufrieden mit euch. Hauptsache, wir haben die Credits. Hier ist niemand mehr.
Klaus, wir müssen durch die andere Tür da hinten. Wie elegant sie darüber schwingt. Wir sie brauchen. Ja, ganz schön spannend hier bei euch. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Munition noch. Das wäre ganz nett. Essensautomat. Nicht für uns. Sie haben keine Munition, keine Kühlelemente hier gelassen für unsere Waffen. Also muss es so weiter mit 7 Schuss plus dem, was wir da noch im Magazin haben. Was hier? Diese beschädigten Rohre brennen. Sie blockieren die Treppe.
Suchen Sie einen Schalter für die Sprinklersysteme. Erledigt. Jetzt müsste es gehen. Gut, ich bin auf dem Weg nach unten. Jetzt wird's hell. Neupositionierung. Geh in Deckung! Ich gehe in Deckung. Feind! Die Schilde. Alles klar. Erledige Länder. Ein bisschen mitmachen dürft ihr auch. Sicht stören. Ziele erledigen. Planer im Einsatz. Beeindruckender Schuss. Neu formieren. Rover erledigen. Oh ja. Kühlelemente, sehr schön. Das sieht interessant aus. Schwere Pistole. Schau. Upgrades. Immer gut. Für uns. Da sitzt doch einer. Und der macht nichts mehr. Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Moment. Sie ist ein Freund? Na, da, ich habe ihr von Anfang an nicht getraut. Ich weiß nicht, warum. Wir tun mal unwissen. Moment, sie ist ein Freund. Liara, das ist Vasir. Sie ist ein Spectre. Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Es ergibt alles Sinn.
Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Blutschlampe! Den Baum haben wir auch nicht getroffen. Na, dann steht mal wieder auf, ihr beiden. Die sind gut, die beiden. Gut geskillt wahrscheinlich, oder? Schnell gucken, was wir hier so Schönes für uns finden noch. Nichts. Halt! Was zischt? Knistert?
erledigen. Geht jetzt aber schwierig. Er steckt fest. Wo ist er hin? Können wir es wagen, die beiden hier runterzuholen? Geh in Deckung! Und unten bleiben! Geh in Deckung! Was das? Na, diese Waffe wollen wir ja wohl. Ach
Ach so, gibt's hier vielleicht noch was zu finden für uns? Ich glaube, Liara kommt schon zurecht. Die ist da ja ganz schön tough in diesen Sachen. Ah, Kühlelemente, sehr gut. Ist jetzt aber auch nicht so viel. Mehr Kühlung für unsere Waffe. Na gut, sind die echt hier durch den Fahrstuhl? Mit dem Fahrstuhl können die doch nicht gefahren sein. Es muss einen anderen Weg geben. Vielleicht sind sie nach oben. Unterwegs. Verstanden. Allerdings, da konnten wir jetzt nicht viel machen. Mir geht's übrigens gut. Danke der Nachfrage. Garrus, Samara. Samara ist schon zweimal gestorben. Garrus hat sich ganz gut gehalten, aber wen nehmen wir denn jetzt? Samara, Garrus. Ah, mein Kopf. Wen sollen wir nehmen? Oh, gleich ist sie weg. Wir hätten Garrus nehmen sollen. Na los, sie entkommt! Ja, man kann nicht alles haben. Was? Sky Car steuern? Oh. Da ist sie! Nach rechts. Nein, Moment, links. Ich bin an ihr dran. Übel. Nach links. So fliegt man die Dinger also. Sie ist um die Ecke. Wir fahren doch nicht in die Baustelle, oder? Oh Göttin. Wir müssen schneller werden. Ich lasse sie nicht mit den Daten entkommen. Schießt. Los! Zum Glück, ich mach ja! Sie entkommt! Gut zu lenken, das Ding. Verkehr! Gegenverkehr! Wir schaffen das schon! Sie setzt Distanzminen ein! Hab ich gemerkt. Verstärkung! Wie ist dieses Ding bewaffnet? Es ist ein Taxi mit einem Taxameter. Großartig. Truck! Ich weiß. Truck! Ich weiß. Geht doch. Ihnen macht das Spaß. Ja, und wie? Ich finde das genial. Sie entkommt. Können wir nicht eine Kollision bei der Geschwindigkeit? Ja, sowas soll ziemlich ungesund sein. Schon wieder? Sie ist fast schon außer Reichweite. Direkt vor uns. Neben uns. Wir haben das Rote, oder? Ja. Es wird ein Airbag.
Bin auf Azur abgestürzt. Brauche Verstärkung, verdammt! Da ist Vassirs Wagen. Los, bald kann sie nicht gekommen sein. Okay, ja. Das war ja mal was. Okay, dann darf ich mich an dieser Stelle also bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.